Es gab eine Zeit, da dachten viele, Fanny und Freddy seien begehrte Vornamen amerikanischer Kinder. Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, dass es um die beiden großen US-Immobilienfinanzierer geht, Fannie Mae und Freddie Mac. Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt, jetzt können wir uns das Ganze auch wieder abgewöhnen, denn die müssen gehen, die müssen von der Börse verschwinden. Ja, müssen von der Börse verschwinden, das sollten wir uns mal genau anschauen. Fanny und Freddy sozusagen steht für die Mutter aller Rettungsaktionen in Amerika. 200 Milliarden hat es den Staat schon gekostet, bis zu 1 Billion könnte es kosten, sagt man. Man muss sehen, dass 80% aller Hypotheken, die jetzt ausgegeben wurden, 80% aller Pfandbriefe sind von Fannie und Freddie garantiert worden. Sie haben ein unbegrenztes Limit beim Staat, aber nichtsdestotrotz, diese Unternehmen haben Probleme, da wird kein Geld verdient, man weiß nicht, wie viele Abschreibungen. Die Aktienkurse dieser beiden Unternehmen spiegeln das wider. Sie waren jetzt lange Zeit unter $1 und $1 ist nun mal die Marke bei der New York Stock Exchange. Wenn eine Aktie längere Zeit darunter notiert, dann wird sie von der New York Stock Exchange vom Handel genommen. Das hätten eigentlich die Anleger wissen sollen. Mich hat die Reaktion etwas überrascht. Gestern deutlich über 30% im Minus bei den Aktien. Es geht gerade so weiter. Wieder minus 20% am heutigen Handelstag. Aber ganz verschwinden werden diese Aktien nicht. Sie werden in die berühmte Liga des Bulletin Boards gehen. Da gibt es schon so große Namen wie Motors Liquidation, ehemals General Motors, Washington Mutual, Lehman Brothers. Also da werden wir diese Aktie wieder finden. Die Anleger können auch weiterhin hier in Stuttgart die Quotierungen laufend sehen. Gar kein Problem. Na, das ist doch zumindest in all diesen schlechten Nachrichten eine gute Nachricht, dass man die Quotierungen weiter sehen kann. Diesen Weg in die ewigen Jagdgründe, nenne ich es mal, könnte auch BP irgendwann gehen. Da ist die Diskussion heiß gelaufen. 20 Milliarden Entschädigung, vielleicht noch mehr, wird das Unternehmen zerschlagen. Jetzt gab es eine Rede an die Nationen von Barack Obama. Das hat die Solarwerte steigen lassen. Inwiefern hängt das miteinander zusammen? Ja, absolut. Man sieht, es ist momentan unglaublicher politischer Druck in der Leitung. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, Barack Obama braucht Erfolge, seine Zustimmungsquote im amerikanischen Volk, sein Krisenmanagement. Es wird bemängelt, obwohl er eigentlich nichts dafür kann. Aber nichtsdestotrotz, 20 Milliarden soll BP in einen Fonds einbezahlen. Damit sollen Schäden beseitigt werden. Aber damit wird sicherlich auch der Bereich alternative Energien gefördert. Und wir haben in Amerika mit First Solar die Nummer 1 im Panel-Bereich. Und nichtsdestotrotz, Kalifornien ist ein Sonnenstaat. Hier wird sicherlich viel Geld reinfließen. Es beginnt ein Umdenkungsprozess. Für BP ist das Ganze natürlich äußerst schwierig, für die BP-Aktionäre teilweise auch schmerzhaft. Die Dividende ist auf absehbare Zeit gestrichen. Die Bondholder von BP hat es gefreut. Sie machten einen Sprung nach oben, weil wenn keine Dividende bezahlt wird, bleibt vielleicht das Geld für die Zinsen. Das ist natürlich eine Spekulation, die aufgehen könnte. Wir müssen natürlich im Konjunktiv bleiben, denn das stehen sicherlich harte Zeiten für BP bevor, sagt der Markt, wenn man den Aktienkurs sieht. Roland, letzte Frage zu den Märkten an sich. Der Dow wieder über der Marke von 10.000 Punkten. Ist dann da auch wieder mehr Optimismus eingekehrt mittlerweile oder bleibt man eher skeptisch? Ja, der Markt hat sich etwas aus der Handelsspanne gelöst, ist nach oben etwas ausgebrochen. Wir haben die 200-Tage-Linie im S&P überwunden und das jetzt, wo der große Verfalltag ansteht, meine Meinung ist eindeutig, zum großen Verfalltag hin werden natürlich die Kurse immer in eine Richtung gezogen. Man sagt auch immer in die Richtung des größten Schmerzes. Der größte Schmerz ist für mich an diesem Verfalltag eindeutig die Longseite. Jeder hat darauf gesetzt, dass die Kurse eher fallen würden. Jetzt steigen sie zum Verfall hin. Das bedeutet, einige müssen eindecken, müssen mit Verlust eindecken. Und das treibt hier die Kurse nach oben. Das unterstützt jetzt die Kurse. Ich bin mal gespannt, wie es nach dem Verfall aussieht. Ich bin da nicht so zuversichtlich. Gut, für viele der größte Schmerz an diesem Freitag, eine Niederlage der Deutschen gegen Serbien. Aber wir sind natürlich an der Börse, beobachten auch den Hexensabbat. Dank an Roland Hirschmüller für das Gespräch.